Hallo zusammen, wir sind wieder unterwegs. Marie, genau die. Diesmal geht's nach Amsterdam. Den Anschluss in Venlo haben wir jetzt schon mal gut gekriegt. Das heißt, der Zug nach Utrecht hat Verspätung, deswegen klappt das ganz wunderbar. Das heißt aber dann, dass wir in Utrecht uns was anderes suchen müssen, weil wir da den Anschluss nicht kriegen werden. Egal. Wir haben die Zeit wieder rausgeholt, das heißt nicht wir, sondern der überaus kompetente Lokführer. Und jetzt sind wir in Utrecht zentral und von hier aus geht's nach Amsterdam. Eine Station. Ich muss mich hier festhalten, da waren wir schon mal so ohne Ende. Genau. Wir sind nämlich jetzt da. Die Marie schultert ihr Gepäck. Ja, ich versuche dabei stehen zu bleiben. So, jetzt haben wir direkt unser blaues Wunder erlebt. Man kann nämlich nur mit der Fahrkarte überhaupt hier raus. Und die hatten wir nicht. Ne? Jedenfalls Marie hatte. Doch, sie hatte sie, aber es hat nicht funktioniert. Und aus. Und Marie hat schon Schiffchen gesehen. Ja, da irgendwo dahinter. Schau mal. Da steht Hotel Latja, Nummer 51. Marie fotografiert es auf. Da geht's jetzt rein. So. Hallo! Hallo! Hier geht's rein. Hallo! Da geht's Und das machen wir natürlich als erstes, wenn wir in Amsterdam ankommen. Wir gehen zu den Foodhallen, wenn man mit einer Köchin unterwegs ist. Nach dem Essen gehen wir eine Runde durchs Jordanviertel. Fahrräder über Fahrräder. Aber was ist das? Das ist einfach nur skurril. Guck sich das mal einer an. So, jetzt haben wir nämlich beide einen neuen Hut und jetzt sind wir hier für ein Snoop-Winkelchen, wo Marie unbedingt hin wollte, aber jetzt nicht rein will. Dabei gibt es hier Einhörner. Wir sind schon wieder übelst hier rumgerannt. Hier in den Bäumen ist irgendwie eine Kirche, wo man was macht. Das will jetzt natürlich mal einen Blick auf die Kirche. Oh, 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 oh,
Mittagessen mit Garnelenkroketten und Kipster-Tee und Marie. Und mir. Und das haben wir heute geleistet. 16.251 Schritte. Und nach getaner Arbeit ruhen wir uns in unserem kleinen Zimmerchen aus. Am nächsten Tag gibt's was zu feiern. Marie wird 70. Nee, ich könnte das hier nehmen. Ausgefallen für den nächsten Stadtbummel. Guten Morgen, wir sind wieder unterwegs und guckt mal da, wenn auch keine frischen, aber dann in Zwiebelform, Tulpen aus Amsterdam. Hier heißt Damm und das war früher der Fischmarkt. Da wurden auf der einen Seite Süßwasserfische und auf der anderen Seite Salzwasserfische verkauft. Und jetzt wird hier aufgebaut, denn hier ist Pride Amsterdam am Wochenende. Natürlich gibt es auch Fußgängerzonen in Amsterdam, aber ich muss sagen, da kenne ich wesentlich schönere und einladende. Hier gibt es alle möglichen Sorten Geneva, wo man auch probieren kann, wenn denn auf wäre. Es ist aber zu. Leider alles zu, nur ein Blick durch die Gitterstäbe. So, jetzt sind wir am Neumarkt, wo angeblich jeden Tag Markt ist. Da aber hier auch eine Bühne aufgebaut wird, gibt es nur ein paar wenige Stände. Naja, schade. Sackweise Reis. Nur asiatische Sachen. Kleinigkeit zum Mittagessen. Panini Caprese und das soll Flammkuchen Caprese sein. Flammküchlein. Ein Flammküchlein Caprese, genau. Für mich. Das ist die Geburtstagsfrau. Na dann. Das sieht schön aus. Thank you.
Marie trägt die Einkäufe und ich filme, während die arme Frau sich abschleppt. Auf geht die wilde Fahrt. Zuerst ist Christa die Kapitänin an Bord. Sie schippert jetzt das Geburtstagskind ein wenig durch die Grachten. Und wir versuchen gleich zu tauschen und zwischendurch auch was Leckeres zu futtern. So, Marie hat das Ruder übernommen. Wir machen eine Grachtenrundfahrt auf eigene Art. So, wir fahren jetzt hier mal durch einen modernen Teil von Amsterdam. Auch mal interessant. Da ist unser Buffet. Marie ist wieder am Steuer. Das Schifffahrtsmuseum. Marie ganz souverän. Jetzt waren wir einigermaßen verwirrt, da war nämlich eine rote Ampel, aber das heißt wohl nur, dass die Zugbrücke nicht hochgeht, keine Ahnung. Wir sind da jetzt gefahren und das scheint auch wichtig zu sein. So, Christa hat mich gerade wieder heil unter diese Brücke gebracht und im Hintergrund seht ihr eine Windmühle, ein Träumchen heute. Da nähern wir uns dieser hübschen Brücke wieder von der anderen Seite. Aber vorher müssen wir rechts, da fahren wir nämlich nicht durch. Boah, uns geht gerade echt die Düse. Auf einmal fuhr das Boot nicht mehr, nichts mehr, keinen Schlatz. Und wir waren unter Brücken, ganz viele Schiffe kamen. Und dann hat Marie den Gashebel mal hin und her. Und wie ihr seht, wir fahren wieder. Neigt sich unsere Fahrt gleich dem Ende zu, noch ein kleines Stückchen und dann sind wir wieder zurück und dann sind 3 Stunden Grachtenfahrt vorbei. So, Frau Geburtstag, wie war's? Wunderbar, ein Träumchen. Sollte man öfter machen. Oder immer. Zumindest wenn man hier ist, sollte man das unbedingt machen. Weil immer dreimal mehr. Zum Abschluss des Tages gibt es noch ein Bier und ein Wein. Und die Aussicht auf eine verhüllte Kirche. Bestimmt war Christo hier. Wie gut, dass ich gerade nicht am Handy bin, denn Marie ist es ja. Unsere heutige Leistung, trotz Grachtenfahrt, immerhin noch 12.405 Schritte. Frühstück. Die waren lecker, aber sehr hart zu schneiden. Heute
zur NDSM-Werft. Brötchen mit Donnerinsalat, Brötchen mit Salm, Roséwein, Apfelsaft, Marie. Es geht wieder reinwärts. Gerade sitzen wir im Zug Richtung Utrecht. Von da aus geht es nach Venlo und dann nach Mönchengladbach. Und dann ist es vorbei mit Lustig. Tschüss, war schön. Wir machen hier wieder. Das schöne Arrangement rechts mit der blauen Schleife gehört zu mir. Das mit der knüsseligen Plastiktüte darunter gehört natürlich zu Marie. Aber in Wahrheit ist die nämlich nicht knüsselig, sondern da sind die Blumen drin, die Marie zum Geburtstag geschenkt hat. Trotzdem sieht das schöner aus. Vor allem vor diesem blauen Sitz. Wahnsinn.